Hey Leute, in diesem kleinen Video zeige ich euch, wie der Vocal Dispatch funktioniert. Bis gleich. Erstmal was zum über Vocal Dispatch. Der Vocal Dispatch ist ein Mod, über den ihr mit eurer Stimme zum Beispiel eure Einsätze koordinieren könnt. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel sagen: Brauche Luftunterstützung, brauche einen Abschleppwagen und. Und ich zeige euch in diesem Video, wie es funktioniert. Als allererstes ladet euch erstmal den Mod bei lspdfr.com herunter. Link ist wie immer in der Infobox. Sobald ihr die Datei heruntergeladen habt, schiebt ihr die Auto LTX3 und die lspdfr und die Plugins in den Hauptverzeichnisordner von GTA 5. Wenn ihr die Datei heruntergeladen habt und die reingezogen habt, geht ihr auf Plugins. Dann auf lspdfr, dann vocaldispatch.ini, macht Rechtsklick und öffnet es mit einem beliebigen Editorprogramm. In meinem Fall werden es jetzt Notepad++. Und stellt hier oben erstmal ein de klein-de groß. Das dient dazu, dass ihr, wenn ihr die Dispatch-Ansagen auf Deutsch machen wollt, dass das auch so übernommen wird. Hier unten könnt ihr eure Division einstellen. In meinem Fall 7th12. Und ganz wichtig, dieser Bereich, dieser, der markiert ist, dient allein für ein Gamepad bzw. für einen Controller. Dieser Bereich hier oben, der markiert ist, ist für Tastatur. Ganz groß aufpassen bei Begin Listing Key. Das ist bei mir R-Menü. Das ist Alt-GR auf der Tastatur. Ich würde euch raten, nutzt diesen Key, er ist nicht unbedingt störend, darauf laufen eigentlich überhaupt keine weiteren Programme oder irgendwelche Befehle. Funktioniert mir eigentlich ganz gut. Ist auch jedem entscheidbar, was er da für einen Key nimmt. Hauptsache, er ist irgendwie akzeptabel für den Vocal Dispatch und für die Tastatur. Nachdem ihr die Sprache Deutsch eingestellt habt und euren Key ausgewählt habt, den ihr haben wollt, geht ihr zurück auf lspdfr, dann auf Vocal Dispatch und dann in den Default XML Ordner. Also die auch mit beliebigen Editor. Und das ist jetzt der Hauptordner, über den alle Funksprüche laufen. Ihr könnt jetzt zum Beispiel hier einstellen, das ist Requesting Code 3 Backup, zum Beispiel braucht sofortige Hilfe oder sofortige Sicherung. Das ist ein Einsatz zu übernehmen, das wir übernehme. Ihr könnt es so schreiben mit UE oder macht es mit Ä, Ö, Ü, funktioniert auch. Ganz wichtig ist, wenn ihr deutschsprachig nutzen tut, achtet auf die Aussprache. Sobald ihr irgendein Wort irgendwie falsch aussprechen tut oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwas nicht richtig sagen tut, wie auch immer, funktioniert es nicht. Das Beispiel daran ist am besten das Wort Abschleppwagen. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Ihr seht ihn überlassen, was er da reinschreibt. Ihr könnt auch verschiedene Dateien löschen. Zum Beispiel, nicht jetzt mal hier Accept Callout. Könnt ihr zum Beispiel einfach hier nehmen, puff, weg ist, also von Klammer bis Klammer. Und dann einfach den restlichen auch hier weglöschen, dass es einfach eine Linie ist. Oder zum Beispiel, ihr kopiert euch den kompletten Satz. STRG. So, dann macht ihr hier einfach eine runter und kopiert diese rein. Und ihr könnt jetzt zum Beispiel hier endlich viele, zigtausende, wie auch immer, Wörter reinmachen, was ich aber nicht empfehlen werde. Also maximal 5 bis 6 Wörter würde ich jetzt empfehlen, sonst ist das fürs Programm ein bisschen viel, meiner Meinung her. Ja, wie es funktioniert, zeige ich euch auch zwar auch bei Ingame. Bis gleich. So, wenn wir mal im Spiel drin sind, gehen wir erstmal in den Dienst. Mach ich auch mal schnell. Ihr seht ja schon links, Vocal Dispatch loaded with 42 Phrases. Das heißt, dass alles okay ist, alles funktioniert hat. Mein Gott, wer piepst denn die ganze Zeit? Bleibt mal ganz ruhig. Okay. Genau, fahren wir mal weg hier. Sorry für die wenigen FPS, wenn es wenig aussehen sollte. So. Aber mal zum Beispiel, hoppala. Okay. Ich habe gerade nicht den besten PC. Auch die Mods, die hängen etwas rein.
So, jetzt werden wir zur Woche Dispatch, wenn es bei Platz 1 reinkommt. Genau. Dann drückt man einfach mal Alt-GR, halt gedrückt. Übernehme. So, mit dem Funkspruch übernehme zum Beispiel, kann man auch variieren, gibt drei verschiedene Methoden. Nimm dir den Einsatz automatisch an, das ist im Sinne wie ein Hotkey. Hotkey einfach nur, ja, Tastendruck, wie auch immer. Und jetzt könnte man eigentlich seinen Einsatz beginnen. Oder zum Beispiel kann man auch sagen, genau, zum Beispiel Code 4. Ja, klappt nicht immer, wie gesagt. Ist halt die Aussprache, wie man was sagen tut. Manchmal funktioniert es, da muss man ein bisschen rumprobieren. Aber funktioniert es nicht. Probier es nochmal aus. Code 4. Roger. Jetzt, sehr nah an. Showing you available, finish with call. Genau. Also man kann richtig vieles einstellen. Wie zum Beispiel Abschleppdienst, Feuerwehr, Polizei nicht, Krankenwagen, gibt es noch Zusatzsachen wie zum Beispiel den Transport von Gefangenen, was über den Traffic Manager, wie das heißt, läuft, oder Traffic Policer. Dann gibt es zum Beispiel noch Fürsorge oder irgendwie aus dem Jugendamt, keine Ahnung. Und. Also ihr könnt euch da ruhig mal ein bisschen reinsteigern und ja, das wird eigentlich ein Video gewesen sein. Wer Hilfe braucht oder was nicht richtig verstanden hat, meinerseits her aus, einfach in die Kommentare schreiben, ich helfe euch da gerne. Oder auf dem TS joinen, IP ist alles unten in der Infobox. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Abend, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.